Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel in der Regionalliga West zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Gütersloh. Spielergebnis 2:0. Die Torschützen waren 1:0, 70. Minute Montero, 2:0, 90. Minute Petrit vor 335 zahlenden Zuschauern. Dann freue ich mich, unsere Gäste aus Gütersloh begrüßen zu dürfen. Mit Cheftrainer Julian Hesse, einem ehemaligen Bundesliga-Profi mit Rob Rekers. Sehr schön, willkommen in Düsseldorf. Und natürlich der Presse aus Gütersloh, unserer Presse, unserer NLZ-Spitze, Stefan Vollmacher, Dominik Roll und unserem Cheftrainer Jens Langenecke. Julian, du hast das Wort als Gästetrainer. Ja, ich glaube, dass es extrem bitter vom Spielverlauf ist heute. Ich glaube, dass wir deutlich besser verteidigt haben, deutlich weniger zugelassen haben als in den letzten Spielen. Haben es heute über die Konter gespielt. Ich glaube auch, dass wir in der ersten Halbzeit nur den einen Abschluss von Alfa-Uzi zulassen, der ein bisschen Gefahr verursacht. Ansonsten die wichtigen Räume kontrolliert. Düsseldorf mit mehr Ballbesitz auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir immer wieder über das gesamte Spiel in gute Konterräume gekommen sind, wo aber der letzte Ball dann einfach nicht durchgekommen ist. Und dann ist es total bitter, dass wir in einer Phase, wo wir, glaube ich, dann ein bisschen mehr Spielkontrolle bekommen und gute Umschaltsituationen haben, sehr präsent in den Zweikämpfen sind, dass wir nach einem eigenen Eckball uns dann so auskontern lassen, das tut extrem weh. 1-0, dann müssen wir ein bisschen öffnen, haben, glaube ich, dann beim Pfostenabschluss noch ein bisschen Glück und ja, dann kommt viel zusammen. Ich habe noch vorher vergessen, vor dem 0-1 hatten wir natürlich noch den Kopfball an die Unterkante der Latte, wo es ein sensationeller Reflex vom Torwart von Düsseldorf ist. Da müssen wir es öffnen und dann ja, sicherlich spielentscheidend noch der Elfmeter. Ich glaube, wenn wir den reinmachen und hier mit einem Punkt weggehen, dann reden alle anders über dieses Spiel. Wäre psychologisch auch wichtig gewesen. Aber gut, niemand verschießt so einen Elfmeter absichtlich. Und von daher, ja, wär's blöd, jetzt da den größten Vorwurf zu machen. Er weiß selbst, dass es wichtig gewesen wäre, den reinzuhauen. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir bei uns bleiben. Und klar, es fühlt sich das immer kacke an, jetzt 3 Niederlagen. Trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, woher wir kommen. Wir hatten jetzt Aachen, Oberhausen dabei, wir sind einfach ein Aufsteiger. Und wir haben immer wieder betont, es geht am Ende nur um den Klassenerhalt. Und es ist von Anfang an klar gewesen, dass schwierige Phasen in der Saison auf uns zukommen. Und deswegen müssen wir alles dem großen Ziel unterordnen und versuchen, uns da wieder rauszuarbeiten. Nur so geht's. Ja, vielen Dank, Julian, für dein Statement. Ja. Gibt es Fragen an den Trainer unserer Gäste? Bitte. Vor dem Elfmeter, den es gab, schien Felix Heim den Ball in der Hand zu halten und Eduard Probst ihm den aus der Hand reißen zu wollen. Gibt es da keine Absprachen, wer die Elfmeter schießt? Wo war da das Problem? Wirkte von der Tribüne oder nach einem Missverständnis zwischen den beiden? Ja, eigentlich ist es so, dass Nico Buckmeier unser Elfmeterschütze ist. Der war zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz, war ausgewechselt. Dann handhaben wir es so, dass der schießen soll, der sich extrem gut fühlt in dem Moment, weil ich glaube, dass das Selbstbewusstsein im Normalfall da eine wichtige Rolle einnimmt. Jetzt ist es so, dass Eddie den zweiten nacheinander verschossen hat. Wir werden sicherlich das nächste Mal noch einen zweiten Elfmeterschützen dann mitgeben, aber wie ich es gesagt habe, das sind dann manchmal Zentimeter und ich glaube, wenn er den reinhaut, dann stellt jetzt keiner diese Frage. Natürlich nicht. Ja. Weitere Fragen an den Trainer unserer Gäste? Das ist nicht der Fall. Jens, dann dein Statement zum Spiel nach dem nächsten Heimsieg. Ja, du hast schon viel gesagt, kann ich eigentlich fast alles unterschreiben. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es ein sehr chancenarmes Spiel. Wir hatten, Sufi hatte einen Abschluss, der auch jetzt nicht, ich sag mal, den muss man dann auch halten. Auf Gütersloher Seite war auch nicht viel, so dass es mit 0:0 auch auf einem schwierig zu bespielenden Platz dann in die Halbzeit geht und dann nach der Halbzeit hatten wir schon eine Phase zu überstehen, wo Gütersloh am Drücker war. Das muss man klar sagen. Mit dem Lattenkopfball auch noch ein, zwei Dinge mussten wir wegverteidigen. Das haben wir zum Glück geschafft und dann eigentlich in diese Drangphase der Gütersloh mit dem Konter das 1:0 gemacht. So ändert sich dann ein Spiel, sag ich mal, auch im Verlauf. Dann haben wir mit der Führung zwei, drei Situationen, die wir vielleicht besser ausspielen müssen. Ich glaube, euer Torwart hält auch einen, den von Skolik da an den Innenpfosten. Da kann das 2:0 fallen, tut es aber nicht. Wäre auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu hoch gewesen.
Und ja, hinten raus haben wir natürlich dann Glück, ne? Dass wir dass Benzig den Elfmeter hält. Noch zwei, drei Eckbälle mussten wir wegverteidigen. Aber ich glaube, abkürzen kann man es so benennen, dass wenn es so läuft, wie es bei uns aktuell läuft, dass man dann halt auch solche Spiele mal gewinnt. Und das nehmen wir gerne mit heute. Und ab jetzt freuen wir uns dann auch auf das Auswärtsspiel danach. Ja, jetzt vielen Dank für dein Statement. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich noch die Ergebnisse des heutigen 24. Spieltages bekannt geben. Borussia Mönchengladbach, Wegberg 2:0. Das ist der FC Düren, SC Wiedenbrück 3:5. FC Bocholt, SSVG Felbert 4:1. Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen 2:1. Rot-Weiß Aalen, SV Lippstadt 1:2. Und SV Rödinghausen, Alemannia Aachen 1:1. Die restlichen Spiele sind dann morgen. Ja, dann, Jens, du hast es schon gesagt, ein letzter Programmhinweis. Nächstes Spiel unserer Mannschaft am kommenden Freitag, 8. März um 19.30 Uhr auf dem Tivoli sind wir zu Gast bei Alemannia Aachen. Es folgt das Auswärtsspiel am 16. März zu gewohnter Zeit wieder samstags 14 Uhr im Südstadion bei Fortuna Köln. Und nach der Länderspielpause dann das nächste Heimspiel unserer Zweiten am 30. März hier um 14 Uhr zu gewohnter Zeit haben wir Rot-Weiß Aalen zu Gast. So, und ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, schnelle Heimfahrt. Ihr werdet die nötigen Punkte noch holen, die ihr nach einer, glaube ich, sehr guten Saison für euch noch braucht. Und ihr werdet die einfahren und dann werden wir uns in der neuen Saison sowohl im Heidewaldstadion als auch am Fremont euch wieder treffen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.